Ich möchte einfach darüber sprechen, diesen Schlüssel, weil ich denke, grundsätzlich als Christ, wir sollten eine Haltung haben. Und eine von diesen Haltungen, ich finde es ein großartiges Bild davon, in Römer Kapitel 1, Vers 1. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes. Manchmal beide in Deutsch und auch in Englisch ist es so, dass manche Worte, wir kennen die Hintergrund nicht genug. Dieses Wort Knecht, leider in unserer gegenwärtigen Kultur, haben wir ein nicht sehr gutes Bild davon, Knecht. Aber die Alte Testament, in 5. Buch Moses, in Kapitel 15, von 12 bis 15, spricht über Knecht, Sklaven, in ein besseres Licht. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft, dann soll er dir 6 Jahre dienen und im 7. Jahr sollst du ihn von dir als Freien entlassen. Und wenn du ihn als Freien von dir entlässt, sollst du ihn nicht mit leeren Händen entlassen. Du sollst ihm reichlich aufladen von deinen Schafen, von deiner Tenne und von deiner Kälterkufe, von allem. Womit der Herr, dein Gott, dich gesegnet hat, sollst du ihm geben. Und du sollst daran denken, dass auch du im Land Ägypten Sklave warst und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum befehle ich dir heute diese Sache. Und es soll geschehen, wenn er zu dir sagt, ich will nicht von dir weggehen, weil er dich und dein Haus liebt, weil es ihm bei dir gut geht, dann sollst du einen Riemen nehmen und ihn durch sein Ohr in die Tür stechen. Und er wird für immer dein Sklave sein. Und auch deine Sklaven sollst du so behandeln. Ein Mensch, das war zu dir verkauft, weil er Schuld hat. Er war geldschuldig und er war dein Knecht. Und als er dir gedient hat, hat ihm angefangen zu gefallen, mit dir zu sein. So sehr, dass er wollte nicht die Freiheit. Paulus sprach darüber, ich bin ein Knecht Jesus Christus. Ich bin ein lieber Sklaven, weil ich will nicht von ihm weg. Ich möchte für immer mit ihm verbunden sein. Und das ist, wie wir uns wirklich sehen. Er hat einen Preis bezahlt für uns und wir haben herausgefunden, dass er so gut ist, dass wir wollen immer mit ihm bleiben. Und mein Leben ist geprägt, durchflutet mit Wohltaten und ich muss davon erzählen. Ich muss davon erzählen. Ich habe etwas erfahren, das so außergewöhnlich war, ich wollte mit diesen bleiben, statt frei zu werden. Was geht vor in dein Herzen als Christ? Ein anderer Schlüssel. Was geht vor in dein Herzen als Christ? Ist es nur dein Pflichten, das du erfüllen musst? Oder ist das etwas tiefer in dein Herzen passiert, in deinen Zeiten mit ihm, diesen Epsilon-Jahren, dass du etwas gemerkt hast, wo du sagst, ich möchte nicht von ihm weg. Ich möchte mich ihm anhängen, dass er mein ist. Das wird sichtbar, Geschwister, in unserem Leben und durch unser Leben. Wenn wir ihm zu dem Platz kommen, wo wir sagen, ich diene ihm freiwillig, es hat einen Einfluss. Das, was unsichtbar normalerweise, wird sichtbar, wenn man länger uns beobachtet.
Ich finde wichtig darüber, weil Liebessklaven haben eine Entscheidung getroffen und dann haben sie etwas erlebt. Das zuerst habe ich gedacht, wieso denn? Ihre Ohr war in einer von den Türen genagelt. Wieso denn? Dass die Ohr war in Einklang mit dem Haus, wo sie gewohnt haben. Unsere Ohr sollte in Einklang sein, wo wir leben. Wisst ihr, was ich meine? Unsere Ohr sollte nicht streiten, wenn er sagt, Dave, und ich sage, hä? Ich bin dankbar für dieses Nagel durch die Ohr, weil es zeigt uns wirklich, dass wir sind in Einklang mit dem Haus, wo wir wohnen, wo wir uns hingegeben haben als Liebessklaven. Was wir hören, hat mit dem Haus zu tun, wo ich ein Liebessklaven bin. Wie wir betrachten unsere Beziehung mit Jesus, macht einen großen Unterschied aus. Lass uns ein paar Schlüssel finden im Neuen Testament darüber. Kolosser Kapitel 3, 22 bis 24. Ihr Sklaven, gehorcht in allen euren Herren nach dem Fleisch, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, dem Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Den Herrn fürchten, Ehrfurcht vor ihm zu haben. Es ist dieses, ich habe in dir etwas gesehen, etwas gefunden, das in unserer gegenwärtigen Kultur fast unfassbar ist. Ich habe nichts zu sagen. Ich bin sprachlos, wie gut du bist. Kennt ihr das, wenn ihr etwas seht, etwas erlebt, etwas so erfährt, dass du denkst, das ist, wie gut er ist. Dienen den Herrn ehrfurchtig hat damit zu tun, in der Zeit, als ich in sein Haus bin, habe ich ihn so entdeckt. Ich will nicht weg. Und ich bin in einer ständigen Herzenshaltung. Ich bin ehrfurchtig vor ihm. Ich bin sprachlos. Er ist so viel besser, als ich dachte. Und nächste Situation, worin ich komme, er ist so viel besser, als ich dachte. Und in der nächsten Situation, wo ich komme, er ist so viel besser, als ich dachte. Dienen ihm vom Herzen. Nicht mit Augen. Nicht nur, wenn wir denken, er guckt. Aber dass wir wirklich vom Herzen etwas erlebt haben, wo wir sprachlos geworden sind über ihn. Und dieses Herzenshaltung als Liebesknest ist ein Herzenshaltung, das, ob er mich sieht oder nicht sieht, ob er von mir hört oder nicht hört, ich tue es, weil ich bin sprachlos, wie gut er ist. Und er möchte dieses, worüber ich sprachlos bin, ich möchte dir erzählen, dass du ihn erlebst, dass du ihn erfährst. Und das macht, gehorsam zu sein, eine ganz andere Sache als, mach mal, okay. Tust du es? Ja. Tust du es schnell? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ne? Ich
ich bin in den Gemeinden für eine Weile. Und manchmal man sieht Sachen und man denkt, oh Mann, eine Mutti bringt ihr Kind nach vorne zum Opfer. Und die Mutti hat vorher dem Kind ein paar Münzen gegeben. Und das Kind geht zum Opfer hin. Da ist der Opferkorb und da ist die Hand. Mutti mal. Dieses Millisekunden hat Bände gesprochen. Und dann hat Mutti gemacht. Manchmal habe ich uns gesehen. Machst du was? Ja, ja, klar. Freust du dich? Mm-hmm. Willst du es nochmal machen? Okay. Kennt ihr, was ich meine? Ich bin so froh, dass ihr das gesagt habt, weil ich weiß, wie es ist. Manchmal merke ich, wenn ich nicht, wenn ich zu viel andere Sachen beobachte, zu lange, zu intensiv, etwas geschieht in meinem Herzen. Etwas wächst, das überschattet das Gute. Sachen, dass wir einfach ernähren, weil, was wir heute Abend gehört haben, weil ich nicht loslasse. Weil ich nicht loslasse, wenn Gott sagt, lass los. Das, was in meiner Hand ist, bekommt Klebe. Und dann muss ich noch mehr mit Absicht das entfernen von meiner Hand. Meine Hand, Entschuldigung. Und wichtig darüber zu sprechen, weil alles, was die richtige Perspektiven bekommt in meinem Leben, bekomme ich durch dieses, dass ich schaue, wie er ist und wie er mit mir umgeht. Wisst ihr, dass Gott ist der Urheber von alles, was wir ihm geben? Gott würde niemals uns erwarten von uns etwas, das er uns nicht zuerst gegeben hat. Er sagt, lieb mich. 1. Johannes sagt, ich habe dich zuerst geliebt. Und das läuft durch unser ganzes Leben. Egal, welches Thema du ansprichst, du solltest gehorsam sein. Du wirst sehen, er hat dir etwas vorher gegeben, um dich zu befähigen, das zu tun. Wofür gebrauchst du deinen Einfluss in den Besitz, das du hast? Gehorsam zu sein vom Herzen. Warum? Weil dein Herzen hat etwas gesehen bei ihm. Das hat dich zu dem Platz gebracht, dass du sprachlos geworden bist in Ehrfurcht. Und dieses Ehrfurcht berührt unser Herzen, gehorsam zu sein, ohne dass jemand muss kommen und sagen, lass los. Ein anderer Schlüssel für Liebessklaven. Epheser Kapitel 6, von 5 bis 6. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Christus, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Ein kleines Wort hier, das ich finde faszinierend für mich. Einfalt.
Mach's nicht kompliziert. Mach's einfach nicht kompliziert. Was meinst du damit, Dave? Genau das. Wir kennen das alle. Ich finde es nicht kompliziert, meine Frau zu lieben. Und wir, nächstes Jahr sind wir 39 Jahre. Zurück zum Wort. Aber Liebe sollte nicht kompliziert sein. Und es sollte auch nicht nur, wenn sie guckt. Ich mag sie, liebe sie, auch wenn sie nicht da ist. Und es beeinflusst mein Rest of mein Leben. Wenn es mit zwischen Menschen so ist, wie viel mehr zwischen uns und Gott? Der, das uns... Ich weiß, dass Gidi kann mich nicht lieben, wie er mich liebt. Sie kann nicht dieses Teil mein Wesen anrühren, das nur er kann anrühren. Und ich würde sie unter falschen Druck setzen, wenn ich würde das wollen. Aber ich finde wichtig, darüber zu sprechen, weil wir sollten ihm von einem Herzen unkompliziert dienen. Wisst ihr, wenn Liebe wird kompliziert, ist es irgendwas daneben. Und ich merke, dass Jesus war ein Mensch, ist ein Mensch, dass er war nicht kompliziert. Aber wisst ihr warum? Kinder haben ihn gemocht. Und Kinder mögen nicht komplizierte Menschen. Alles klar. Versteht, was ich meine. Ich möchte hier zum Abschluss kommen. 2. Könige 13, von 14 bis 15. Und Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Und Joasch, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über sein Gesicht und sagte: mein Vater, Wagen Israels und seine Pferde. Da sagte Elisa zu ihm: hole einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Und er sagte zum König von Israel: spanne den Bogen. Da spannte er ihn. Und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sagte: öffne das Fenster nach Osten. Und er öffnete es. Und Elisa sagte: schieß. Und er schoss. Da sagte er: Pfeil der Rettung von dem Herrn und Pfeil der Rettung gegen Aram. So wirst du bei Afek Aram schlagen bis zur Vernichtung. Dann sagte er: nimm die Pfeile. Und er nahm sie. Und er sagte zum König von Israel: schlag auf die Erde. Und er schlug dreimal und hielt inne. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sagte: zu schlagen war 5 oder 6 Mal. Dann hättest du Aram bis zur Vernichtung geschlagen. Jetzt aber wirst du Aram nur 3-mal schlagen. Ich finde, die erste Mal, dass ich das gelesen habe oder bewusst gelesen habe, ich dachte, wieso bist du denn zornig mit ihm geworden? Er tat, was du sagtest. Was soll's? Dann habe ich gedacht, wir manchmal tun, was wir sollten. Wir gehen. Und wir wollen vom Herrn hören. Und wir hören etwas vom Herrn. Und dann, ich mache es. Ich weiß nicht, ob es funktionieren will. Hört sich ein bisschen komisch an. Aber du bist der Mann Gottes, man sollte es machen.
Okay. Kennt ihr das mit uns? Wie? Ich hab's getan, was bist du denn? Oh. Und ich merke das so oft. Wenn ich etwas nicht vom Herzen mache, ich mache nur die Bewegung. Aber es ist nicht etwas vom Herzen. Und dann ist gar kein Eifer dabei. Es ist überhaupt kein Eifer dabei. Es ist einfach, ich gehe durch die Bewegung, weil von mir ist die Bewegung erwartet und daher, es ist vorbei. Oh ja, lass uns nach Hause gehen. Oh, Halleluja. Aber es ist ein ganz anderes Herzenshaltung als dieses Liebesknecht, das hat ihn für Jahre betrachtet. Eine halbe Stunde, eine Stunde kann jeder sich benehmen, einigermaßen. Aber lebt mit jemandem über 5 Jahre. Und du siehst die guten Tage und die schlechten Tage. Und wenn die Person danach entscheidet, mit dir zu bleiben, aha, okay. Diesen Liebessklaven haben diesen Herrn gesehen für eine Weile, er hat gesehen, wie die sind. Und statt in Freiheit haben sie sich verpflichtet, bei ihm zu bleiben. Wisst ihr, wenn wir sehen, wie Jesus ist, wie er geht durch alle die verschiedenen Situationen im Leben. Weil nicht alle Situationen im Leben, wie ihr wisst auch, sind nicht niedlich und flauschig. Manche Leben sind echt klebrig und hässlich. Aber Jesus ist dennoch da. Kann es sein, dass wenn wir ihn wirklich kennenlernen, dass wir machen mehr als nur die Bewegung? Ja. Und ich glaube, das ist, warum dieses Mann Gottes ist so zornig geworden. Weil er war in Einklang mit dem Herzen Gottes. Und Gott wollte ihm eifrig einen Sieg geben. Und er wollte Sieg haben. Pflichtmäßig. Und schließlich und endlich, er war der König und er war der Prophet und man sollte ihn besuchen, bevor er stirbt. Ich glaube, wir wollen Menschen von Einfluss, einander Einfluss darstellen hier auf die Erde. Als nur, ich hab's gemacht. Ich möchte uns ermutigen in dieses neue Jahr, 2018, nochmal von Neuem ihm anzuschauen. Nochmal von Neuem zu sehen, er ist so viel besser, als du denkst. Aber David, ich habe ihn über XY-Jahre, kenne ihn seit dann. Stimmt, Halleluja. Ganz sicher sind wir nicht mehr, wo wir waren, aber wir sind noch nicht, wo wir wollen. Und es gibt mehr zu entdecken von ihm, wie viel besser er ist, als was wir denken, als was wir denken. Ich möchte uns ermutigen, neuen Dimensionen von seiner Liebe zu erfahren, dass es uns bewegt, in neuen Arten und Weise gehorsam zu sein, ihm gegenüber. Dass wir nicht gehorsam sind, nur durch, ich gehe durch das Sache durch. Aber dass wir mit Eifer, weil wir ihn gesehen haben, ihn lieben und aus Eifer ziehen, weil ich mag das, was Gott sagt. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Er ist einer, der eifert für das Gute für uns. Wenn jemand eifersüchtig ist, was ist das? Es ist ein Eifer für sich selbst. Aber Gott ist eifrig für uns und will uns haben, weil er weiß, dass wenn wir mit ihm sind, es geht uns gut.
Wie wollen wir dieses Jahr erleben? Wir wollen es erleben in neuen Dimensionen von erfahren, wie gut er ist. Und dass es sich lohnt, einfach sein Liebesknecht zu sein. Dimensionen zu erfahren, dass seine Liebe ist so viel besser, als was wir erfahren. Und jeder von uns kann erzählen, wie gut er ist heute Abend. Und wie treu er war. Und wie barmherzig er war mit uns. Halleluja. Er hat uns nicht gegeben, was wir verdient haben. Aber dennoch, es gibt in 2018 neue Dimensionen zu erfahren davon. Und ich möchte euch bitten, einfach nimm die Zeit von ihm, einfach dieses auszukosten, zu erleben. Weil das würde uns alle, ich auch, in dieses Jahr mutig machen. Und es sind neue Sachen, die auf uns zukommen. Und wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut zu haben, um dieses neue Darstellen von unserem König zu machen. Aber es wird nicht hart sein, es wird einfach sein, wenn man ihn gesehen hat. Es war immer einfach für die, das haben Jesus gesehen, Jesus darzustellen. Es ist nur, wenn das Erfahrung zu alt geworden ist, dass es schwierig ist. Aber wenn wir Tag für Tag ihm begegnen, ich sage einfach, das ist meine Erfahrung. Ich merke, wenn ich Tag für Tag ihm begegne, ich habe weniges, mich zu beklagen. Und es ist leichter, gehorsam zu sein. Ich weiß nicht, wie es ist mit euch, aber ich finde das für mich sehr, sehr wichtig, weil wenn ich ihm nicht Tag für Tag begegne und es sind ein paar Tage dazwischen, es ist nicht mehr so unkompliziert, einfach. Es wird komplizierter. Und je länger, dass man das zieht, oh, das wird schrecklich. Ich möchte euch das sparen. Der Herr ist gut. Gottes Segen für euch. In diesem neuen Jahr. Amen. Danke sehr.